Gummo. Sagt, es ist der beste Bubble Tea, den sie je hatte. Ja. Wo waren wir? Wir sind in irgendeiner Ecke. Tees Bubble Tea. Neben McDonald's der Bubble Tea. Ich habe mein Auge fotografieren lassen. Das holen wir jetzt gleich ab für 20 Euro. Aber es sah gut aus, glaube ich. Oh, das ist mein Auge. Ist schon krank. Schon. Mega schön halt irgendwie auch, ne? Wir sind jetzt im Hotel angekommen und oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich war noch nie in so einem geilen Hotel. Wir sind hier in den Ruby Hotels. Mega cool. Also, for real. Guckt mal. Schaut mir, wie schön das alles einfach aussieht. Das ist so stylo, ne? Hier geiles Bett. Nice Spiegel. Fernseher. Dusche. Klo. Wichtig. Spiegel. Wie cool ist das denn bitte, ey? Aber jetzt haltet euch fest, das Beste kommt jetzt. Schaut mal. Cool, das ist. Man wacht halt einfach so auf. Das ist so cool. Und Emma ist wirklich direkt unter mir. Also ich habe vorhin mal auf den Boden geklopft und sie ist direkt unter mir. Ich bin so happy. Dieser Trip ist irgendwie so bis jetzt so perfekt. Ich bin so happy, jetzt gerade hier zu sein, for real. Ich gehe mich jetzt mal fix duschen, weil ich fühle mich richtig schwitzig und eklig. Und dann gehe ich mal runter zu Emma und wir chillen ein bisschen noch zusammen. Und heute Abend gehen wir zu Luigi's Pizza essen. Freue ich mich auch drauf. Weil da war ich damals mit Marika und Anni auch. Das war richtig geil. Ja, aber jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen fresh machen, weil sonst... Ey, das Licht hier. Ich bin so... Das Hotel ist einfach geil. Wuhu! Wuhu! Mein Outfit. Richtig scheiße. Wuhu! Oh, ich sehe wirklich scheiße aus. Und Emma so wieder so sehr stylo. Das geht ja gar nicht. Hi Leute, bei uns passiert irgendwie gerade noch nicht so viel. Es ist jetzt 18.11 Uhr, wir haben uns ja ein bisschen was zu snacken geholt. Ja. Aber irgendwie, ne, das ist alles so... Ja, und jetzt habe ich gerade so ein TikTok gesehen, wo die Merch-Schlange beim Harry-Stand genau ist. Und es ist ja unnormal lang und wir beide denken uns gerade so, zum Glück sind wir nicht hingegangen. Und es ist ja nicht mal der Tag vom Konzert. Ja. Kann ja nicht sein, Leute. Also vielleicht haben wir Glück, und morgen nach dem Konzert, wenn alle ganz schnell zur Bahn gehen. Aber für den Schlüssel ist ein bisschen langweilig, wenn man gerade ein bisschen Zweite Weltkrieg-Doku und rumchillen. Leben halt. Ich habe irgendwie Bauchweh. Wie kann man so hübsch sein? Wir saßen hier gerade die ganze Zeit und haben abgecheckt, wer auf ein Harry-Konzert gehen könnte. 100% accurate. Ja, würde ich aber ehrlich gesagt auch sagen. Also for real. Wirklich jetzt. Und ich würde sagen, 70% von den Girls hatten auch so einen Beutel. Ja, die sind wahrscheinlich heute alle zu diesem Merch-Stand schon gegangen, was schlau ist, aber wir haben einfach gesagt, es ist uns zu viel Geld. Die Schlange sah so lang aus. Ja, das auch, das auf jeden Fall. Ja, wir gehen jetzt mal wieder zurück und werden mal was essen irgendwo. Ich bin heute Abend, to be honest, damit voll aus meiner Komfortzone gegangen. Also, weil normalerweise würde ich nie sowas tragen. Never. Aber I did it. Fertig. Das ist das erste Mal, dass ich alleine, glaube ich, in einem Hotelzimmer übernachte.
glaube ich. Es ist irgendwie voll beruhigend, ich weiß auch nicht. Ich freue mich so doll. Der Tag heute war richtig anstrengend. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig früh aufsteht? Wenn der Tag dann so super lang ist, weil man halt so früh aufgestanden ist. Weil wir waren ja schon um 8 in Hamburg, so, ne? Also es war irgendwie echt krank. Freue ich mich mega auf morgen. Aber andererseits muss ich sagen, habe ich schon so ein bisschen Angst, irgendwie so mich viel am Platz zu fühlen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie sehr Angst, weil da... Einerseits finde ich das richtig toll, dass da so viele Leute zusammenkommen, so die hoffentlich die gleichen Werte supporten, den gleichen Künstler supporten, die Bock haben, das zu feiern und Spaß zu haben und so. Und andererseits denke ich mir so, boah, ich habe Angst irgendwie davor, nicht dazuzugehören oder so, dass ich mich vielleicht fehl am Platz fühle oder so. Ich habe richtig Angst davor, dass ich mich unwohl fühle, weil jeder so ein tolles Kostüm sich gefühlt überlegt hat und dann dahin geht und ich weiß noch nicht so. Vielleicht ist es auch einfach so Angst davor, wie ich mich dann so fühlen werde, weil zum Beispiel gestern, also genau vor 24 Stunden, war das Queen-Konzert zu Ende. Und ich sag euch ganz ehrlich, das kommt mir schon wieder vor wie vor 2 Monaten. Also das ist alles ganz, ganz krass. Das war für mich so eine krasse Experience, das Queen-Konzert. Und ich weiß gar nicht, wie das dann morgen erst werden soll. Ach, ich habe irgendwie Angst, dass ich... Ja, ich habe irgendwie einfach Angst, aber vielleicht sollte ich auch einfach aufhören nachzudenken. Und einfach das auf mich zukommen lassen und den Moment irgendwie genießen dann. Das mache ich auf jeden Fall. Und... Ja, ich trinke jetzt erstmal ein bisschen Wasser. Aber das sind gerade so Erfahrungen, die ich sammle, die so... Ich glaube, mich so richtig prägen. Okay, ich sollte jetzt nicht übertreiben, so ein Konzert, aber ich meine so... Wisst ihr, so Erfahrungen, wie mit meinen Eltern auf so ein Queen-Konzert zu gehen, was einen auch so richtig verbindet, oder weiß nicht, jetzt nach Hamburg zu fahren, um von meinem Lieblingskünstler aufs Konzert zu gehen. Macht mich sehr glücklich, glaube ich, dass ich das auch einfach mache. Ich habe immer viel zu viel Angst vor Sachen. Ich glaube, bei dieser Sache habe ich einfach mal gesagt, ich mach's, und das finde ich sehr, sehr toll. Ich habe auf jeden Fall auch in meiner Story gefragt vorhin, wen von euch ich morgen da sehe. Und mir haben so viele geschrieben, dass sie da sind. Und es freut mich wirklich so doll. Drückt mir also die Daumen, dass ich gut schlafe. Gute Nacht. Believe it. Today is the day I will see Harry Styles. Ich habe eigentlich ganz okay geschlafen. Ich bin halt nur, ich glaube, man macht sich dann so viele Gedanken und man ist so aufgeregt. Ich habe hier auch einen schönen wehtuenden Pickel gekriegt. Ah, es nervt. Auf jeden Fall treffe ich mich mit Emma in 10 Minuten oder so. Ja, zum Frühstück. Die ist nämlich schon ein bisschen wach. Ich bin so vor einer halben Stunde aufgewacht. Ich finde das hier so toll. Ich fühle mich hier richtig wohl. Die ganze Atmosphäre so ist richtig, richtig schön. To pull me in. Oh Gott, so laute Musik. Kunst. In a couple of days and I miss you. Watermelon sugar high. Das war gut. Das war wirklich gut. Ich glaube, ich nehme auf. Ich bin mir nicht sicher. Die checkt das nicht mit dem Winkel. Küsschen an Hannah. Ich bin hyped. Also Leute, das ist mein spektakuläres Harry Styles Outfit. Ja, eigentlich ist nur der Hut spektakulär. Und dass ich mich mal geschminkt habe, wie sonst nicht. Wuhu! Oh, ich habe auch meinen Fächer. Sieht so cool aus. Feeling good in my skin. I just keep on dancing. Und Leute, wir haben uns dieses Blinger-Dings bestellt, was die Leute auf TikTok nehmen.
Ja, ich kann es filmen, sonst können wir. Ja, film mal. Warte, ich film erst dann. Wow. Das sieht so toll aus. Jeder wird uns darum beleidigen. We can find a place to feel good. Es geht jetzt los. Das ist dann und jetzt geht's auch los und jetzt geht's um und jetzt geht's los. Schaut mal, ich habe alles matching. Das ist so toll. Ich bin so schlau. Es geht los, wir fahren zu Harry Styles. Ich habe für diese paar Sekunden keine coole Musik. Wir sitzen in der Bahn mit ganz vielen anderen Harry Styles Fans. Emma, wie geht's dir? Ja. Toppi. Wir sind jetzt hier ein Stück. Das ist doch krank. Könnt ihr das mal aufräumen? Guck mal, wo wir sind. Das ist ja voll gut. Ich weiß, ihr wollt noch viel mehr sehen, aber ich habe auch noch viel mehr Videos. Aber ich glaube, für die Leute, die es nicht interessiert, das soll kein Fanvideo werden. Auch wenn es das schon irgendwie ist, aber es reicht jetzt. Jetzt kommen nämlich noch viel lustigere Aufnahmen. Passt auf. Scheiße, der Beat hat mich absolut zerrissen. Jetzt kommen wir zu dem lustigen Teil. Hier eine Compilation von den Fotos, die ich nach dem Konzert geschossen habe. Here we go. Ich kann nicht mehr. Also for real. Ich habe so geweint am Anfang, weil ich überhaupt nicht realisiert habe, dass er das ist. So, weißt du, man... Ich kann auch gerade irgendwie gar nicht aufhören zu weinen. Das ist so toll. Koffer packen. Das ist am feinsten hier, wow. Leute, ich gebe euch nachher mal ein Update zu gestern. Ich habe auch aus Prinzip noch nicht meine Haare gekämmt und die Steinchen rausgemacht. Ich lasse die drin, finde ich nämlich irgendwie süß. Wir planen gerade schon wieder das nächste Outfit für Berlin. Prioritäten setzen. Warum ist meine Kamera so scheiße? Stimmt, bitte zuerst. Ganz, ganz, ganz toll. Was hat dir am meisten gefallen? Wo er auf die Bühne gekommen ist und Hannah angefangen hat zu weinen. Hier ein kurzer Ausschnitt. Ja. Ach, er hat so viele tolle Sachen gemacht, ja. Einfach. So alles, was aus anderen Shows so einmal passiert ist, ist irgendwie so fünfmal. Ja, ungelogen. Es ist so viel passiert. Was hatten wir alles? Sollen wir aufzählen? Also. Wir hatten Gender Reveal. Ja. Wir hatten Outing. Oh, ja. Das sagt alles. Sorry. Sag ruhig. Ich bin unter Druck, mir fällt nichts ein. Wir hatten das mit dem. Okay. Okay. Er hat ganz viel Deutsch geredet. Stimmt, Deutsch. Gezählt. Stimmt, wunderschön. Er hat das mit dem Okay. Ruhe, gesagt. Bitte. Ja. Das war so toll. Und wir dachten ja, dass es an einem Zeitpunkt vorbei wäre schon. Und dann ist er noch rausgekommen. Weil die ganze Band und er reingegangen ist und nicht mehr rauskam. Ja. Und wie fanden wir unsere Innenraumplätze? Wir können da Tipps jetzt abgeben für Leute. Also, wir standen im Innenraum. Innenraumstehplatz, ganz normal. Ja, aber dann doch auch ziemlich weit vorne eigentlich. Mhm. Aber es war schon sehr, sehr eng. Mhm.
Und wir haben uns 2 Stunden früher angestellt, aber die Organisation da war halt auch ein bisschen mau. Ja, sonst sind halt alle eigentlich ganz nett gewesen, außer die Mütter. Bisschen anstrengend. Ja. Und jetzt im Nachhinein, also wenn man sich umgedreht hat, dann sah es super voll aus hinten. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein war es gar nicht so voll. Ja, man hätte voll gut tanzen können hinten. Wir hätten ganz nach hinten gefahren. Aber es war trotzdem Bombe. Wir haben ihn auch schon auch in echt gesehen, aber er war schon... Auf Zehenspitzen haben wir. Er war schon winzig, also... Ihr habt ja bestimmt ein paar Videos gesehen. Ach Mann, wie ging es dir emotional dann da? Ach, ganz gut eigentlich. Ja, man realisiert das dann immer nicht so. Schön, Leute. Scheiße, ne? Ich mach grad Nachanalyse meiner ganzen Fotos und Videos. Aber guck mal, wie gut du ihn da aufgenommen hast. Ja. Ja, Leute, ich dachte, ich mache euch jetzt einfach mal kurz das Update, weil ich schneide wirklich schon den ganzen Abend das letzte Video geschnitten. Jetzt schneide ich gerade den Harry-Vlog und ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal fix und ziehe das Ganze nicht für mich noch in die Länge. Es war mit einer der besten Erfahrungen of my life. Würde ich so sagen, mal gucken, vielleicht wird das ja irgendwann nochmal übertrumpft, was ich denke, vielleicht, bestimmt, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Wisst ihr so, ich fühle das einfach total. Ich mag die Musik, ich mag den Typen, ich finde... Die Werte, die da vertreten werden, finde ich cool. Ich finde die Songtexte toll. Ich fühle es halt einfach. Und es ist vollkommen okay, wenn das viele andere nicht machen. Und auch wenn ihr jetzt das Video seht und so sagt, boah, das ist mega übertrieben, das ist mega peinlich. Voll okay, wenn ihr das denkt. Aber wisst ihr, genauso wie Leute irgendwie mega fanatisch irgendwie ihren Fußballverein feiern und jeden Tag Fußball schauen, bin ich jetzt halt auch mal zu einem Spiel gegangen. So, wisst ihr, was ich meine? Und es ist was, was ich wirklich... mir schon seit langer Zeit erträume und das jetzt endlich in Erfüllung gegangen ist und mich so erfüllt hat mit so ganz viel Gefühlen. Und es mag wirklich vielleicht dumm und irgendwie fanatisch oder so rüberkommen, aber ich fand es einfach toll. Und ich meine, wir haben ja jetzt in dem Video auch schon ganz viel darüber geredet und ich meine, es kommen noch 2 Konzerte auf mich zu. Ich bin nochmal in Berlin und in Köln und vielleicht wird es eine komplett andere Erfahrung, vielleicht wird es auch... genau das gleiche, vielleicht wird es auch komplett anders. Ich lasse es auf mich zukommen und wollte aber so die erste Erfahrung auf jeden Fall mitfilmen. Und bin auch so froh, dass ich das gemacht habe. Weil das ja auch einfach für mich und auch für Emma so eine coole Erinnerung einfach ist. Ich habe auch einen sehr, sehr süßen Recap auf Instagram gemacht. Also wer mir noch nicht auf Instagram folgt, kann mir da auch gerne folgen. Folgt doch gerne Emma auf Instagram. Aber das soll es jetzt erstmal mit dem Video gewesen sein. Ich liebe mein Leben gerade. Ich kann das jetzt mal stolz sagen, ja. Ich finde gerade alles ganz toll. Und dieses Gefühl, glaube ich, hatte ich so lang nicht mehr. Und deswegen befasse ich mich gar nicht mit irgendwelchen negativen Gedanken. Ich drücke euch jetzt alle ganz fest. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Es war so toll.